Hey Freunde, mein Name ist Brian Besinger und ich bin dein Tischtennis-Coach. Heute bin ich hier mit Peter. Wir geben euch heute 4 Tipps mit an die Hand, die ihr ganz einfach umsetzen könnt, um euren Vorhand-Topspin im Tischtennis zu verbessern. Ja, mein Name ist Peter Frick, ich komme aus Bremerhaven. Ich bin hier beim Lehrgang mit dabei als Trainer dieses Wochenende. Und genau, wir wollten euch einfach mal 4 richtig gute Tipps geben, wie auch ihr einfach besser werden könnt im Vorhandspiel. So, kommen wir zum ersten Tipp. Das Wichtigste im Tischtennis ist beim Vorhand-Topspin, dass man den ganzen Oberkörper aktiv benutzt. Das heißt, dass man nicht nur aus dem Arm spielt, sondern auch wirklich aktiv nach hinten geht und auch aktiv wieder nach vorne geht. Gerade beim Plastikball ist das sehr wichtig, weil viele einfach versuchen, den Ball aus dem Stand zu spielen. Und da der Plastikball auch gut stehen bleibt, ist das halt auch wichtig, dass man, wie gesagt, zum Ball geht und den Oberkörper dabei dreht. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Im Tischtennis ist es unglaublich wichtig, dass du eine gute Beinarbeit hast. Nicht nur beim Vorhandball, sondern allgemein auch in den Rallyes, dass du dich einfach zum Ball bewegst. Also wenn du siehst, der Ball geht mehr in die tiefe Vorhand, dann dass du dich auch in die tiefe Vorhand hinbewegst. Wichtig ist, dass du dich einfach, ja, dass du den Ball beobachtest und dann dich bewegst und erst dann den Ball spielst. Viele denken, okay, den nächsten Ball spiele ich mit der Vorhand, bleiben einfach stehen und wollen den Ball dann spielen. Doch wenn du es so magst, dann leidet einfach die Qualität darunter vom Schlag. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du siehst, der Ball kommt zum Beispiel in die Vorhand, dann bewegst du dich in die Vorhand. Wenn du merkst, der Ball kommt in die Rückhand und du hast eine gute Vorhand, du wirst den Ball gerne umlaufen, dann ist es auch wichtig, dass du nicht hier versuchst, irgendwie dann zu nah am Körper zu spielen, sondern einfach einen Schritt zur Seite zu machen und dann den Ball spielen. Also, was wir festhalten können, wenn du deinen Vorhandball im Tischtennis spielen willst, vor allem im Match, schau immer zuerst auf den Ball, beweg dich dann zum Ball hin, ja, dass du in der richtigen Position stehst und erst dann spielst du den Ball auf den Tisch, um so eben auch den Punkt zu machen oder eben den nächsten Ball vorzubereiten. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Hierbei geht es ums Handgelenk. Dabei schauen wir, dass das Handgelenk etwas abgeklappt ist quasi und nicht so, weil so habe ich auch viele Spieler gesehen, die wirklich einfach den ganzen Arm benutzen und dabei nach vorne gehen. Da ist die Bewegung viel zu lang und dabei geht der meist, gerade am Tisch geht der Ball meistens auch daneben, überweg. Wenn man den Arm abklappt, kann man viel besser kürzere Bewegungen spielen und ist auf jeden Fall deutlich effektiver. Probiert es doch einfach mal aus. So, wir sind bereits beim letzten Tipp angekommen. Bei Tipp Nummer 4 geht es um das Thema Beschleunigung. Ja, im Tischtennis wollen wir oft, dass wir einfach den Ball schneller auf den Tisch spielen können, ja, dass wir dann einfach den Gegner noch überraschen. Und das sind zwei Faktoren sehr, sehr wichtig. Einmal die Hüftdrehung, ja, die Hüftbewegung und einmal der Unterarmeinsatz. Fangen wir mit der Hüfte an. Wenn du den Ball spielst, ja, wenn der Ball hier ist, und dann ist es ganz wichtig, eben nicht auf den Ball zu warten, sondern vorher schon, wie auch Peter mit der Schulterbewegung ein bisschen gesagt hat, dass es dann, dass du eben erstmal nach hinten gehst, ja, Schulter, Hüfte nach hinten mitnehmen, um dann explosiv nach vorne gehen zu können. Das heißt, du gehst hier ein bisschen nach hinten, um dann nach vorne gehen zu können. Genauso ist es auch beim Unterarmeinsatz, dass du, wenn der Ball kommt, dass du hier dann eine ganz, ganz schnelle Bewegung machst. Das kann man ja, kannst du ein bisschen so üben als Schattentraining, wenn du einfach hier nach vorne gehst, dass du hier immer eine ganz schnelle Bewegung machst, vor allem am Tisch. Wenn du weiter hinten stehst, kannst du ein bisschen mehr auch in der Schulter rausholen, ein bisschen mit dem Arm machen. Aber gerade wenn du am Tisch spielst und viele Bälle spielen willst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass eben der Unterarmeinsatz, wenn du den Ball schnell spielen willst, ja, dass der relativ stark ist. Deswegen beim Thema Beschleunigung solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass die Hüfte und der Unterarm ja, einfach gut harmonieren, dass das alles passt, um dann eben auch die Qualität in den Schlag bringen zu können, die du haben willst. Ja, da ist auch so, auch wenn du nicht jeden Ball mega schnell spielen willst, ist es trotzdem wichtig, vor allem auch die Hüfte einzusetzen, ja, weil die Hüfte auch nicht nur dafür da ist, dass der Ball eben schnell kommt, sondern einfach auch, um die Qualität zu haben, um auch ein bisschen die, ja, Stabilität zu haben. Deswegen ganz, ganz wichtig, darauf zu achten und eben der Unterarmeinsatz, um am Tisch, ja, aggressiver spielen zu können und auch ein bisschen mehr Druck machen zu können. So,
So, das war's auch schon mit den 4 Tipps unsererseits. Wir freuen uns jetzt am Wochenende den Teilnehmern gute Tipps vor Ort geben zu können, um die Vorhandtechnik zu verbessern. Und in dem Sinne. Genau, am Wochenende steht nämlich der nächste High Performance Lager an. In Baden-Württemberg sind wir zum ersten Mal. Richtig, richtig cool, dass Peter da auch das erste Mal als Trainer mit dabei ist. Und wichtig ist einfach, dass die Vorhandverbesserung oder einfach bei jedem Schlag auch ein bisschen individuell passieren muss. Deswegen, wir wissen natürlich nicht ganz genau, wenn du das Video anschaust, auf welchem Stand du gerade bist, was bei dir verbessert werden muss. Das können wir dann natürlich dann vor Ort machen, falls du als Teilnehmer dabei bist. Wenn du nicht mehr dabei bist, kannst du auf www.bornbesinger.de gehen, dich da in die Warteliste eintragen für einen Platz später. Und dann ist es einfach wichtig, dass du, wenn du Tipps bekommst oder wenn du Tipps vielleicht auch hier von dem Video siehst, die bei dir funktionieren, dass du es dann regelmäßig anwendest, dass du im Training wirklich darauf achtest, den Tipp, ja, dass du bei deinen Übungen umsetzt, dass du einfach mal schaust, okay, klappt das, ja, was muss ich da optimieren, und dann wirst du auf jeden Fall auch deine Vorhand im Tischtennis verbessern und so vielleicht dann auch nächste Saison deutlich erfolgreicher spielen können. Mein Name ist Bojan Besinger und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Und ja, jetzt geben wir euch ein paar geile Tipps. Genau.